Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir haben immer noch 5 Mann auf der Krankenstation mit der Grippe liegen. Aber unsere Besucher dürften sich selber mit unseren Kunstwerken und allem weiter beschäftigen können. Dann gehen wir direkt mal gucken. Okay. Sehr beeindruckend, dass ihr trotzdem versucht, das Feuer zu löschen, obwohl es schon längst aus ist. Küche mache und stattdessen halt hier den Weg zwischendurch frei lasse. Ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Leute, das Titan brennt auch nicht. Ja, ich bin mir da sicher. Einfach hier ein ganz großes Kohlelager hinsetzen, das würde Sinn machen. Ist ja nicht so, als ob wir irgendwen anders mit Kochen 12 hätten. Ja, das ist jetzt so einer der Momente, wo man sich wünscht, man hätte doch einen Konstruktionsroboter gekauft. Naja. Kann man erstmal nichts dran ändern. Naja. Aufs Ergebnis kommt's an. Ho,
Hoffentlich dauert das nicht mehr allzu lange. Es nervt tierisch, die ganze Zeit darauf warten zu müssen, dass die irgendwann wieder mal gesund werden. Was? Also, ich sag mal so, wir verdienen da dran nicht schlecht Geld, ne? Ja, Plaststahl, Marmor, Stahl. Naja. Schon schlechtere Ausbeute gehabt. Also allein durch die Querschläge haben wir schon einiges hier gejagt, offensichtlich. Das Ergebnis ist, was zählt. Da werden die ersten bald schon immun sein. Das ist gut. Ja, du bist einmal zu oft aufgesprungen, um die Welt zu retten. Zwei Leute mehr ist schon mal zwei Leute mehr. Okay. Sind die ersten Besucher gerade weg, sind schon wieder die nächsten am Marsch. Herzlichen Glückwunsch, ab sofort bist du Koch. Wir brauchen einen zweiten Koch, das geht einfach gar nicht anders. Jemand hat uns auch das Koks abgekauft. Schön. Weniger Gefahr für unsere Leute. Die einzige, die halt noch ein Problem hat, ist Kopf.
dann machen wir jetzt weiter. Jetzt haben wir wieder die freie Auswahl, würde ich sagen. Ja, für den Fall, dass wir es mal brauchen. Und ich hoffe, dass wir es nie brauchen, aber... Stellt euch vor, schon wieder ein Gewitter. Wo haben wir uns da bloß niedergelassen? Teeblätter da gelassen, die braucht man nicht wirklich gerade, aber wir nehmen's. Jessie ist gerade verfügbar. Rede mal mit dem Händler. Was hat er alles?
uns langsam mal. Obwohl, das stellen wir später selber hin, das ist einfacher. Was war das? Granit, okay. Und ein Roboterhändler. Aber natürlich gerade dann, wenn wir das ganze Geld schön ausgegeben haben. Grippeinfizierte auch am Überleben. Schön, noch mehr Besucher. Besucher können wir nie genug haben.
Ah, dass die Leute wenigstens nicht über die Kranken drüber latschen. Tja, ich glaube, den Angriff der wild gewordenen Affen haben wir überlebt. Jetzt gibt's Affenschnitzel. Hin und her und hin und her.
So. Muss mal langsam anfangen, mal so richtig Geld zu verdienen. Richtung brauchen wir eigentlich nicht so wirklich einen Ausgang. Und schon wieder eine Episode rum. Es geht immer schneller. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.